Ja, ich habe, wie gesagt, das mal probiert. Ursprünglich habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich sogar einfach so Halloween-Dingsbums, dass ich mein Stream und Westbalkan. Ach, Westbalkan? War das Westbalkan? Ja, das war das Balkan-DLC. Dass ich das streame und so weiter. Aber ja, hätte ich vielleicht prinzipiell auch machen können, aber ich dachte mir. Ich habe zwar Wondershare, aber ich habe mir Wondershare gekauft, weil es halt krass runtergesetzt war und habe mir Wondershare 12 gekauft. Mittlerweile ist heute 13 rausgekommen. Einfach um halt ein Programm zu haben. Muss mal ausprobieren, das Programm. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Ich habe es auch runtergesetzt auf 83% Rabatt oder so. Da dachte ich mir, okay, dann jetzt oder nie. Neues Programm mal testen. Und das hat halt einen Screen Recorder. Mit dem nehme ich gerade auf. Prinzipiell könnte ich auch meine Stimme damit aufnehmen, aber ich habe jetzt wie in den alten Tagen Audacity nebenbei laufen. Der Grund, warum ich jetzt OBS Studio nicht genutzt habe, ist einfach, weil OBS Studio halt noch die verworfenen Frames und was weiß ich nicht alles anzeigt. Und da ich halt aus einem mir unerklärlichen Grund auf dem Rechner, den ich jetzt gerade habe, den ich ja wieder zusammengebaut habe, ich suche mal eben Auftrag, damit wir auch ein bisschen was machen. So, ne? Hier externe Aufträge, Halloween. Ah, nach Colorado Springs. Es wird eine lange Fahrt, aber warum auch nicht, ne? Wie ihr seht, ich habe schon mittlerweile 670.000 eingefahren. Wir haben dann noch einen Kredit laufen. Aber genau, ich habe halt OBS Studio nicht genutzt. Ich habe es zwar installiert, um mal hier und da jemandem auch zu helfen. Wegen Einstellungen. Dies, das, Ananas. Aber. Hab's halt wegen aufgrund des nur einen Monitor nutzen können's halt nicht Let's do this. installiert, weil ne, es sind halt schon ein paar mehr Infos dabei und die zu haben kann nicht schaden. Okay, ich merke, es ist schon jetzt wieder ein bisschen Leggy, die ist Get aber jetzt ready am to turn right. Aufnehmen oder nicht? Ich schau mal eben nach. Ja, höchstwahrscheinlich. Turn right. Wir machen mal einfach ein bisschen weiter. Wenn das nicht funktioniert, wenn das einfach weiterhin so bleibt, Get dann ready to lasse ich es turn vielleicht right. doch sein. Turn right. Aber okay, deswegen habe ich es einfach nicht genutzt und probiere es einfach mal so aus. Stay right, then turn right. Also ich sag mal so, ATS, ja genau. ATS zieht gerade ungefähr 78% GPU und also als ich gerade draußen war aus dem Spiel und der andere Bums, der Screen Recorder 13% oder 13,8. Was andere 78 irgendwas. Prinzipiell könnte sein, dass es sich ja fängt. Ne? Wir sind noch in der Stadt. Ich habe auch relativ frisch reingeladen. Wir probieren es einfach mal aus. Genau, deswegen habe ich es ja einfach nicht genutzt. Ah ne, muss ich ja gar Caution. nicht. Doch, ich muss es Maintain the gleich. speed Oh. limit. Der Monat fängt sich wieder. Also wie gesagt, ne, es ist halt nicht also ich wurde überrascht, boah, eigentlich sieht man mal wieder, wie gut SCS Software hier so die Spiele auch für nicht ganz so hochqualifizierte Rechner genutzt, optimiert hat, weil ich weiß gar nicht, was für meine Einstellungen sind, aber die sind doch schon, ne, sehen schon gut aus. Ich glaube, es sind nicht ultra, aber schon hoch. Und es läuft halt schon echt gut.
Also ich sag, das eine Mal lief es halt nicht so gut, weil ich halt noch ein Dingens hatte laufen. Na, sag schnell. Wobei mir fällt jetzt gerade ein, vielleicht wäre es doch gar nicht mal so verkehrt mit OBS Studio, weil OBS Studio zieht ja. Man kann es ja einstaubs auf die GPU auslasten soll oder auf die CPU. Man könnte die CPU ein bisschen auslasten. Die ist jetzt, glaube ich, bei 60% oder 58% irgendwie so umgedreht. Aber ja. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, was ich davor gesagt habe. Stay right and then exit right. Es ist wieder eine lange Fahrt. Also ich habe auch nicht immer so die längeren Fahrten genommen. Wie gesagt, hier, ne, 688.000. Das finde ich auch nice mit dem quietschenden Bremsensound. Der ist ja auch, also für mich ist er neu, für euch wahrscheinlich schon, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder so alt. Aber was mir auch aufgefallen ist, Ich glaube, ich habe das gerade kurz über mehr oder weniger bei den Einstellungen überfliegen können, als ich die Einstellung ein bisschen lauter gemacht habe. Aber es gab doch mal den Dingens-Effekt, den Tunnel-Echo-Effekt. Ist der jetzt gerade gar nicht mehr da oder ist der einfach nur so extrem leise im Gegensatz zu vorher? Oh. Da ich schon mal vorher ein bisschen mit dem Tempomat ein bisschen frickern sollen. Wir haben noch einen Kredit laufen bei der Bank, der sich auf, also hier auf dem Live-Profil, der jetzt, ich glaube, noch eine Höhe von zwei, ich habe noch ungefähr dreimal bezahlt, also dürfte der so ungefähr bei 200. Oh. Bei 240.000 sein. War ich hier schon mal? Ja, war ich schon mal. Genau, ich habe auch jetzt hier Texas DLC und was war das jetzt noch? Genau, in Wyoming war ich auch noch nicht. Bin ich, glaube ich, jetzt einmal durchgefahren. Ich gucke mal einfach auf der Karte. Das ist auch ein nices Feature. Ach genau, hier, Tunnel-Effekt, ist das überhaupt noch? Oder ist einfach, da war ich, glaube ich. Genau, in Texas war ich auch kurz. Und Oklahoma. Also ich habe Oklahoma und Texas mir beide gekauft. Und alles weitere, was mir noch fehlte an DLCs. Ich habe mir jetzt auch aktuell ETS 2 fürs West Balkan DLC schon mal geupdatet. Also allgemein geupdatet. Und werde mir dann wahrscheinlich heute noch den ganzen Rest auch noch dazulegen. Und ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, dass es auch zwei DLCs sind, die mir da fehlen, aber dem war nicht so. Fehlt mir nur das Westbalkan-DLC. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mir das Road to the Black Sea DLC zwar gekauft habe, aber ob ich da schon gewesen bin, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, aber das können wir dann ja eventuell sogar gemeinsam, je nachdem wie das Ganze jetzt hier so. Wo ist denn der Trailer? Ach, da. Nachdem das Ganze dann im Endeffekt dann hier aussieht. Also ich wollte eigentlich ursprünglich gar nicht hier mit dem Rechner aufnehmen oder streamen. Also ich habe es eigentlich mir vorgehabt. Aber dann ist mir aufgefallen. Moment. Ich hatte vorher die AMD Radeon R280. Ich weiß nicht, ob es eine X war oder nicht, also in dem ursprünglichen Rechner jetzt hier drin. In dem Gehäuse, so. Um das besser zu sagen. Und habe mir dann, als ich den hier wieder zusammengebaut habe, habe ich mir die AMD Radeon R270 geholt, weil ich glaube, das war so das einzige Ding, was noch hier reingepasst hat. Ich glaube, die R280 gab es gar nicht bei Mindfactory. War es bei Mindfactory? Ja, es war bei Mindfactory, wo ich es geholt habe. Oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mir das Motherboard und irgendwas anderes von ganz woanders geholt, weil es nirgendwo mehr was gab, was hätte gepasst. Von daher. Deswegen wollte ich eigentlich. Die Bremsen sind jetzt schon ein bisschen stärker hier, aber. Ich komme doch ein bisschen spät. Genau, weil es halt dadurch halt auch. Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel war, was ich gar nicht wirklich. Weswegen ich gedacht habe, nee, okay, doch nicht. Lieber doch nicht streamen hiermit. Weil, ne, es ist halt schon die Generation vor der 280 und die 280, mit der hätte ich es noch machen können, aber die war ja jetzt, auch nicht mehr so wirklich das Neueste vom Neuesten. Von daher. Ich bin mal sehr gespannt, wie groß jetzt die Videos werden. Also jetzt sowohl die Aufnahme als auch alles andere. Also ich habe ja jetzt hier die ganzen die ganzen Rocket League wie heißt es nochmal, Tournament Opening Dinger da gemacht mit und auch von Dingens von Neverwinter. Und Neverwinter kann ich auch. Ich weiß nicht, ob ich Neverwinter ein bisschen runterstellen musste. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber damit habe ich auf alle Fälle jetzt hier auch mal die Aufnahme so gemacht. Und die Videos waren teilweise schon ein bisschen größer. Für so ein kurzes Video von 10 Minuten oder so. Das Video hier wird ja wahrscheinlich, wenn ich mich recht entsinne, so ungefähr 2 Stunden groß werden. Wo lang? Wie groß es wird, werden wir sehen. Aber naja, wie gesagt, mal schauen. Aber einfach, weil die Qualität halt nicht so gut ist, wie jetzt die Videos davor, hatte ich eigentlich vorgehabt, nichts zu machen. Ursprünglich wollte ich eigentlich, da habe ich mir gedacht, gut, ich werde zwar keine Aufnahmen oder so machen mit dem wieder ins Leben gerufenen alten Gehäuserechner. Nennen wir es mal einfach mal so. Weil ich weiß gar nicht, ich glaube das einzige, was wirklich an dem ursprünglichen Rechner, den ich mir damals bei Mindfactory gekauft habe, für ich glaube die ganzen Teile waren 1300 zusätzlich mit Monitor und Tastatur. Und wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was da halt noch echt nach Original ist, wie damals von vor 9 Jahren, bald mittlerweile schon, oder mittlerweile schon 9 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, müsste schon 7,5 Jahre, ja doch, fast 9,5 Jahre, bald 10 vielleicht sogar, ist das Gehäuse das Einzige, was halt noch original ist, weil Motherboard neu, Netzteil hatte auch, war schon lange am Abnippeln. Man hat dann halt auch den Geist aufgegeben mit der Grafikkarte. Wobei die Grafikkarte, glaube ich, war die Grafikkarte ein Problem. Ich glaube, die war ein Problem, aber irgendwie auch dann das Motherboard. Also irgendwie ganz weirde Nummer. Mir ist gerade aufgefallen. Eigentlich wollte ich, bevor ich anfange, dieses Testprojekt, nennen wir es mal so, diese Testaufnahme wollte ich eigentlich mir vorher noch nicht nur das Trinken, was vorher neben mir stand, austrinken, sondern ich wollte mir auch noch was Neues zu trinken hinstellen. Aber okay. Ich denke mal, wenn ich das nächste Mal schlafen muss, hier mit, wenn wir hier schlafen müssen, ich habe die Müdigkeitssimulation immer noch an. Dann ich
Ich merke halt echt, wie stark der Cascade zu kämpfen hat, ne? Bei den ganzen Steigerungen. Ich weiß doch gerade gar nicht mehr, was für einen anderen Truck ich hier auf diesem Profil habe. Ich meine, wir haben zwei Trucks, habe ich gesehen, und einen Trailer. Weil ich habe auch dass jetzt das W900 Tuning Pack mit dabei, da könnte man ja auch mal gucken, aber ich denke mal, das erste, was ich dann machen werde, ist erstmal den Kredit zurückzahlen, damit dann nichts mehr aufploppt. Also wie gesagt, ist halt ein bisschen laggy, ne? Aber ich denke mal, mal hier, mal da. Ich hoffe, dass das Video, was nebenbei hochlädt, weiter hochgeladen wird. Aber ich glaube, ich werde auch heute nur dieses eine Video machen. Die eine Fahrt. Für mehr ist eigentlich gar keine Zeit. Also jetzt ist auch schon jemand wieder live gegangen, wo ich Moderator bin und so. Dann nochmal eine Maschine anschmeißen. Wir haben es aktuell gerade 17.26 Uhr. Aber dann kann ich euch ja zumindest vielleicht so ein bisschen in der Überbrückungszeit, wenn dann so ein Event ist hier in ATS und ETS 2 und oder nur beim, kann ich dann ja auch gemeinsam was mit euch erleben oder nicht alleine. Ich denke mal, über die geringere FPS-Zahl kann man in der Zeit auch nochmal drüber hinwegsehen. Ach, aber diese. Es ist schon schön, ne? Also, mittlerweile so groß wie jetzt ATS ist, dass man immer so viele Stadtdurchfahrten und so hat bei den Routen, die man bekommt. Ach, schon schön. Ich habe es ja echt schon ein bisschen vermisst. Ich glaube, ich hätte auch viel früher anfangen können und auch hier bei Road to the Black Sea oder beim Texas DLC und hast du nicht gesehen, hätte ich auch schon fahren können. Also ich glaube, Texas DLC hatte ich den Rechner jetzt hier schon. Ich glaube, den habe ich jetzt auch wieder 6 Monate oder so. Grob geschätzt, weiß ich nicht ganz genau, aber so Pi mal Daumen. Ich hätte eigentlich schon viel früher anfangen können. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Ich habe dafür dann halt wieder ein bisschen mehr in Ark reingesuchtet auf dem Dedicated Server, der leider gerade nicht mehr verfügbar ist, aber. Go straight. Ark Survival Ascended wird auf alle Fälle nicht mit diesem Rechner hier möglich sein, das steht schon mal fest. Vielleicht ja mit dem, der repariert wird. Oder Reparatur benötigt, aber selbst der ist schon grenzwertig. Da braucht man ja echt schon einen Nasenrechner für. Aber wie gesagt, ich habe jetzt mal gedacht, okay, probieren wir es mal, kann ich auch ein bisschen mehr editieren mit Wondershare. Ich meine, ich bin ja schon quasi mit dabei, aber halt auch eher minimal, hauptsächlich verschiedene Clips zurechtschneiden. Und das war es eigentlich auch schon. Also nicht wirklich viel. Nicht wirklich viel. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mit Blurren und so, aber von nix kommt nix. Ne? Irgendwo muss ja hier ein bisschen die Knowledge oder die Knowledge durch Practice ein bisschen herkommen. Und was bietet sich denn da besser an, als drei Sachen miteinander zu verbinden? Also drei Fahrten habe ich ja schon gemacht. Also ich
glaube, das waren insgesamt, oder wären insgesamt 6 Stunden gewesen. Beim einen waren es, glaube ich, habe ich 5 oder 6 Stunden gebraucht, aber ich habe halt auch viel, viel Pause gemacht. Darauf wollte ich nicht aufdrücken. Ich wollte den Blinker anmachen. Nicht den Scheibenwischer. Aber ja, ich habe echt viele, viele Veränderungen jetzt ja auch in beiden Spielen von SCS Software, also von ATS und ETS 2 schon echt verpasst. 1.49 steht ja auch kurz vor der Tür mit neuer Skybox, neuen Lichteffekten, mehr Wetter, also verschiedene mehr Wettermodellen. Ich habe es mir bisher nicht angeguckt, ich habe bisher nur so die Headline quasi gesehen und dass es auch, glaube ich, jetzt Used Car Dealer gibt, also nicht, wo man halt auch Gebrauchtwagen quasi gebrauchte Trucks kaufen kann. Was ja ursprünglich, glaube ich, bei Euro Truck Simulator mal war, also beim ersten Teil so gesehen, also bei ETS 1, wo man ja auch Lizenzen quasi sich kaufen musste, damit man in andere Länder fahren konnte. Also wenn man jetzt quasi in Deutschland seine Garage gemacht hat, dann Headquarter, dann und dann in die Niederlande wollte, dann musste man sich die Lizenz kaufen, dass man da Aufträge für bekommen hat. Was ich eigentlich schon echt eine coole Sache fand. Ich weiß gar nicht mehr, wie dann das im Grenzübertritt war, aber man hatte dafür, keine Ahnung, für die Lizenz nach in die Niederlande zu fahren, dann, weiß ich nicht, 25.000 gezahlt oder so. Das war schon nice, weil man hatte dann halt noch so ein zusätzliches Ding, um darauf hinzuarbeiten, fand ich. Klar, es ist so, wie es jetzt ist, natürlich auch nice. Also, im Grunde genommen, klar, ich glaube, Grenzübertritt, also quasi war normal, man ist einfach durchgefahren, so, ne? Aber man hatte halt erst die Lizenz gebraucht dafür. Was ich eigentlich auch gar nicht verkehrt finde. Ich weiß halt nicht, also ich denke mal, es wird wahrscheinlich so sein, auch in der Realität. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß es ja einer von euch. Aber es wäre zumindest einleuchtend. Oder vielleicht war es auch mal nur so und deswegen wurde es in den neuen Teil nicht übernommen. Kann natürlich auch sein. Aber um wieder auf den Freightliner zu kommen, der Freightliner ist halt was, weiß noch was das Motortuning und das Getriebetuning betrifft, ist er halt schon auf Max. Also, und wir ziehen jetzt gerade mal 39.683 Pfund. Es ist halt echt nicht viel. Also es geht natürlich mehr. Aber er hat schon echt gut zu kämpfen. Also. Ja, vielleicht nutze ich jetzt auch in den nächsten Fahrten oder irgendwann auf dem Profil was anderes. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, welchen Truck ich neben dem Freightliner. Cascadia, ich schaue einfach mal, ich gehe es einfach gerade raus. Volvo-Händler, ich glaube Volvo habe ich auch nicht. LKW-Manager. Okay, haben den International Lone Star und den Freightliner Cascadia. Der hat 605 PS. Und der ist, glaube ich, nicht ganz full, aber der. Ne? Ist doch gar nicht so viel gefahren. Also, ich habe den Freightliner Cascadia schon deutlich mehr. Und wie gesagt, wir haben Auflieger, den Schubladen. Schublagen, genau. Schubplanen-Auflieger. Mit dem alten Halloween-Skin. Oder es ist das. Ich glaube, es könnte auch sein, dass es das Skin ist. Vom Halloween Paint Job Pack, das ich glaube ich gerade nutze auf dem Truck. Ja, also es wäre eine Möglichkeit, die wir machen können. Also da wäre jede Menge verfügbar. Kann ich sogar online kaufen? Ja, ich kann online kaufen. Also könnte man Volvo nehmen, Western Star. Gut, den International habe ich ja schon. Ich glaube, da gibt es nur den einen, den Freightliner, Mac und Peterbilt und Kenworth.
Aber Western Style hätte schon was. Wobei ich glaube, Volvo Pickup ist ja auch ein Tuning-Ding. Ah, okay, da war ja was. Also wie gesagt, ne? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich da was anderes nutzen soll. Wir können ja kurz mal gucken hier. Bank, okay, es sind nur 217.000, war doch ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, das können wir dann ja gleich, wenn wir dann Pause einlegen müssen. Oder der Charakter Pause einlegen muss, dann kann man das ja bald zurückzahlen. Dann ist man wieder schuldenfrei und weiß auch, wie viel man wirklich hat. Wallworld, das wird auch wieder, könnte eine interessante Abladestelle wieder werden. Ich habe immer noch die zufälligen Dinger da an, die zufälligen Drop-off-Punkte. Ja, hier oben ruhig. Mal schauen, vielleicht. Vielleicht gibt es da irgendwann auch mal wieder, auch bevor der andere Rechner wieder da ist und einer ist bereit. Vielleicht kann man hier auch mal ein bisschen, wie heißt es nochmal, Konvoi fahren. So, meine Güte. Ach, es ist schon schön durch. Durch den American Choice weiterzufahren. Irgendwie auch die ganzen alten DLCs, die werden halt auch irgendwie nicht langweilig, finde ich. So, alleine von der Authentizität her. Authentizität, ja. Wenn ich darüber nachdenke, desto mehr würde mir sicher, dass das auch nicht richtig war. Aber halt auch, ja. Oh Gott. Ungünstiger Ort zum was auch immer jetzt war. Ich habe bisher auch eigentlich immer nur die Aufträge genommen, die auf der ersten Seite waren, nach Preis sortiert. Quasi den besten Auftrag, der verfügbar war. Oder den, der am, ja gut, der am meisten überwiesen hat. Jetzt nicht unbedingt der Beste ist, ich weiß nicht. Dafür muss ich ja nach Preis strecken Dings sortieren. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das damals gemacht habe. Ich glaube, ich habe es auf dem Profil sogar gehabt, dass es nach Preis sortiert war. Und habe mir dann, wenn irgendwas durch war, wenn irgendwas neu rausgekommen ist, habe ich dann, glaube ich, ne, hier, sag schnell, habe ich, ich komme noch drauf. Habe ich mal den Auftrag ausgesucht, der halt dahin geführt hat. Mal vielleicht nicht schon mal war. Ich orientiere mich gerne jetzt, also in letzter Zeit, in den letzten drei Fahrten, auch davor, habe ich mich eigentlich immer so auch ein bisschen an die gelben Schilder, an die vorgeschlagenen Schilder orientiert. Zum Teil, weil es halt wirklich sinnvoll war, wenn es mal durch Utah, durch die Canyons ging, durch die Serpentinen oder durch die Serpentinen von Montana. Und halt auch, weil, ne, die KI doch gerne mal sich hierzu ne, entscheidet,
Ne, wird vorgeschlagen, um 5 Meilen pro Stunde zu unterbieten. Go straight. Wenn wir links abbiegen, orientieren wir uns schon mal links. Ich glaube, das wird eine normale Kreuzung sein. Das habe ich nicht gesehen. Das Einzige, was jetzt so an Upgrades wirklich noch hier für den Freightliner noch freigeschaltet werden kann und muss, ist halt ein bisschen mehr Gallonenmöglichkeit, dass ein bisschen mehr in den Tank passt und der ganze Schnickschnack, den man draußen anbringen kann. Ich glaube, drinnen ist auch alles durch. Ja, machen wir, wenn es grünes Licht gibt. Eins ist ja noch ein bisschen schade, ist, dass man halt Mods braucht, um realistischere, eine realistischere Länge der Güter zu gehört. Ich meine, die sind auch schon mittlerweile länger. Ich glaube, sonst war es ja gefühlt immer nur 5 Waggons. Ich habe neulich jetzt einen mit 8 gesehen, aber nur so ein bisschen mehr wäre schon nice. Auch vanillamäßig. Wenn es vielleicht vanillamäßig dann 25 Waggons gibt oder so. Wenn man dann wirklich das extrem realistisch haben möchte, dann kann man ja immer noch mit Mods arbeiten, die dann, wie war das, bis 150 oder so hochgeht. Stay right. Machen wir einfach mal hier ein Foto von. Das Einzige, was ich schade finde, klar, es ist nice, dass man jetzt direkt loslegen kann und nicht irgendwie wie der andere Modus war, aber ich bin doch so an den anderen Modus gewöhnt, weswegen ich dann doch gerne mal aus Versehen dann direkt ein Foto mache, weil ich glaube, vorher war es ja irgendwie linke Maustaste gedrückt halten zum Bewegen. Das habe ich noch nicht so ganz drin. Aber das kommt bestimmt auch noch. Hat die Waage offen. Wahrscheinlich müssen wir rauf. Ist eine noch hier weiter? Nee, ich muss jetzt erstmal hier so einen schönen. Ja. Achso, okay. Wirkt so, als ob sie beidseitig befahren werden darf. Ist ja auch. Ergibt ja auch Sinn. Dass dann hier nochmal ein Stop hier ist, weil. Zwei U-Turns hier zu machen, ist vielleicht nicht ganz so nice. Sehr schön. Danke fürs Rauflassen. Und dann wieder oben schleudigen auf 60, was auch unser Maximum, fast unsere maximale Geschwindigkeit hier mit den World of Trucks Aufträgen ist. Mal 200 Meilen gefahren, die haben noch nicht so trinken geholt. Dann müssen wir pennen 7 Stunden, also ungefähr 6 Stunden, 5 Stunden, die muss man drehen. Dann werde ich die Zeit auch nutzen, um was zu trinken zu holen.
Also, alle wieder fix. Ist ja alles hier mehr oder weniger in, nicht in Griffreichweite, aber in Sprungreichweite. Ach ja, wieder ein paar Serpentinen, so wahrscheinlich runter auf 40 oder so. Wegen des Trucks da vorne. Also wie gesagt, hier, ne, man merkt schon, ne, so die 45 sind schon eigentlich ganz gut, die man dann auch nehmen kann, die Kurve. Der Ersatzbaum macht da jetzt hier nicht wenig Sinn, aber okay. Ich muss auch nochmal schauen, wie lange also, das Ding jetzt... Nicht mehr, also wie lange noch das Halloween-Event hier gibt, geht von World of Sharks, weil die Fahrten, die sind ja doch schon ziemlich lange. So wie ich sie jetzt fahre, dass ich auch sehe, wie weit das Cruising the Balkans Event, genau, DLC. Nee, ist kein DLC, ist nur ein Event fürs DLC, wie lange das geht. Denn prinzipiell, wenn ich wirklich jetzt hier, also für das Halloween-Event, muss ich halt echt dann die paar Tage nehmen, wo ich dann frei habe, weil es doch schon ansonsten, wenn ich nicht frei habe, schon ein bisschen eng wird. Dann müsste ich dann 2 Stunden früher aufstehen. Oder halt. Eine Fahrt quasi geteilt fahren, aber dann noch lieber im ganzen Stück. Beschleunige erstmal auf 45. Wobei es wahrscheinlich eine 40er Kurve, weswegen es auch nicht so in eine Pölle kommen hier. Ist aber eine 40er Kurve. Oder empfohlene 40er Kurve. Und er bremst nochmal ab. Deswegen gehe ich erstmal runter mit dem Tempomat auf 35. Ich merke schon, das ist wieder eine super Strecke. Ich gucke mir sie nochmal an. Ah, okay, doch nicht. Es ist ja mehr oder weniger. Na gut, es ist halt kein. Es ist halt doch schon Highway, es ist ja kein Interstate. Oder ein Freeway. Wir fahren aber bald noch auf Interstate. Und der Rest ist dann auch. Nur noch Interstate bis Colorado Springs. Das ist ja super. Dann können wir zumindest die gedrosselte Höchstgeschwindigkeit ausfahren. Und haben jetzt zumindest keine solchen Serpentinen oder kurvenreichen Schritten, wie wir sie jetzt hier gerade haben. Ich würde immer noch einen Coach bei Simulator fühlen. Auch wenn ich aufgrund der Abstinenz des besseren Rechners nicht die Möglichkeit mehr hatte, Simulator 21, The Bus und ich komme gleich drauf. Und den Tourist bei Simulator weiter zu fahren. Aber das Gute ist, ich glaube, weil ich auch ursprünglich den Todesbus Simulator nicht selber hatte, sondern quasi gechert bekommen habe von Lavan. Und da ich mir dann selber gekauft habe, auch kurz bevor, ich glaube sogar, nochmal runter. Auch damals schon, ich glaube, ich gehe mal runter auf 25, ja. Dadurch, ja. Genau, dadurch ist der, ne? Ich hätte es vielleicht vorher speichern sollen.
mir den Safe so ein bisschen ziehen, aber ist es halt nicht so geschehen. Das heißt, ich muss die ganzen Fahrten, die ich ja schon mal aufgenommen hatte, und öffentlich sind, dass ich, ich hier nochmal nah fahre und versuche, möglichst nah auch an dem Ganzen ranzukommen, was die Preise und so betrifft. Aber zum Glück war das ja kein 100-Folgen-Ding, was jetzt auf Null ist. Na, alles gut. Aber das ist auch ein Ding, was ich dann wieder in Angriff nehmen werde. Mal abgesehen von Trains in World, mal schauen, ob dann Trains in World 5 draußen ist. Ansonsten wird es Trains in World 4 werden. Trains in World 3 habe ich ja auch mehr geholt, aber ja. Sage und schreibe 0 Minuten Spielzeit drin. Aber hey, immerhin werden die Teile davon halt dann auch jetzt dann übernommen, wird er wahrscheinlich. Ähnlich sein wie sonst auch. Dass dann die Vorgängerteile schrecken auch übernommen werden in den nächsten Teil. Turn left. Kriegen wir doch hin. Irgendwo fährt hier ein Zug entlang. War ich ja noch Ontario, aber nach Ontario fahren. Da fährt ein Zug. So, etwas längere. 1, 2, 3, 4. Ich kann es nicht mehr erkennen. Gar nicht, in welchem Stadt ich gerade überhaupt fahre. Wo sind wir bei Ontario? Wir sind bei Ontario. Ich war jetzt irgendwie beim anderen Ontario. Dann nehme ich mal wieder alles zurück. Stay right and then turn right. Ah, dafür müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Und da gibt es eine bessere Route. Turn right. Gottes Willen. Gut, dass ich die Bremsen so stark eingestellt habe. Ich werde nicht schon wieder jemanden mitnehmen. Wobei, wir halten uns links. Wir wollen ja jetzt auch links abbiegen. Stay left, and then turn left. Andererseits. Turn left. Wir haben noch grün. Dann fahren wir mal hier weiter. Okay, let's find a new route. Und wir haben mittlerweile auch hier Tanker-Trailer in beiden Teilen, die man sich kaufen kann. Also ownable Tanker-Trailer. Es ist halt echt schon viel, was mittlerweile wieder drin ist. Was man alles so machen kann. Turn left. Ja, werden wir machen. Wenn es möglich ist. So, ich bin mal in der Zeit, wo jetzt die Ampel hier rot war. Das Trinken geholt. Haben die rot? Interessant. Oh, da war ja was. Sehr schön, haben wir nur ein Stoppschild und können hier abbiegen und haben noch ein bisschen weit aufgedeckt. Auch wenn das ja Peanuts sind. Hoppla. Ja, gut, das Einzige, was ich noch hier in dem, was ich gerade sehe, hier im Truck noch geändert habe, oder am Truck. Aber ich habe sogar schon mittlerweile
20 Gallonen mehr Tank Kapazität. Aber ich habe hier den Pumpkin, habe ich vom Halloween DLC, glaube ich, Pack Bums. Nee, das war nicht so, das war glaube ich allgemein im Truck Cabin Pack drin oder so, weiß ich nicht. Auf alle Fälle war es nicht vom Halloween Paint Job Booms Pack. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch vom letzten Event letztes Jahr. Das weiß ich nicht mehr. Das ist alles mittlerweile zu lange her. So, dann Tempomat hoch auf 65. Wobei, mal gucken. Ja, wahrscheinlich gehst du dann mal gleich hoch auf 80, ne? Ich glaube schon. Ne, sogar noch 65 erstmal. Aber dann erstmal schön in das Date fahren. Wobei es auch erst nur nicht mal allzu lange, 2,5 Stunden noch. Jetzt geht's nach Idaho. Denn langsam, bald müssen wir uns ja hinlegen. Was auch ein Vorteil ist, also mit den langen Folgen jetzt, bei den langen Fahrten, ich weiß halt nicht, wie das ist, aber wenn dem so ist, dass wenn ich wieder recht loslegen kann mit Videos, wenn dann die Profile von den Staffeln von ATS und ETS 2, wenn es dann nicht mehr möglich ist, das weiter fortzuführen, dann habe ich mir gedacht, dass eine Folge eine Tour ist. Also wenn wir dann wirklich irgendwie von, keine Ahnung, sagen wir mal von Florida hoch nach Alaska fahren, dann ist das halt eine Folge. Das wird dann ein Brocken. Habe ich mir so gedacht, dass man ein bisschen Fortschritt hatte, denn nicht irgendwie. Es war ja teilweise schon bei ETS 2 so, dass es dann ein Trip 3 bis 4 Folgen waren. Da war dann der Fortschritt vor allem für die Events halt doch schon knapp. Andererseits. Stay left. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, also in Anführungszeichen knapp hätte werden können, dass das Geld vielleicht nicht da ist für Trailer oder sonst was, weil dann hätte man halt die Bank nutzen können und so, ne, aber das Feature nutzt sich ja eigentlich in der Regel überhaupt nicht, aber außer jetzt hier beim Live-Profil, wenn man es halt brauchte, weil es halt neu war, das Profil, aber das World of Trucks / Live-Profil oder umgekehrt Live-Profil ist es ja. Ich habe es ja mit L betitelt. Aber gut, der Kredit ist ja auch bald zurückgezahlt. Könnt ihr mal sagen, wie gut ihr das fändet, wenn eine neue Staffel kommen muss, wenn es dann potenziell exponentiell wachsende Folgenlängen gibt. Gut, dann wird es natürlich auch Preis-Leistungs-Verhältnis sein, ne? Also wenn dann irgendwie, also Preis pro Strecke, wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, na, 600 Kilometer gute Strecke gibt, die besser ist als eine, besser bezahlt wird als eine 3000 Kilometer Strecke, dann ist es halt so, dann wird es halt, ne, doch ein kürzeres Ding werden, aber
prinzipiell kann es halt steigen. Mit wachsender Anzahl von Folgen. Ich glaube, demnächst fahre ich dann in die Nacht rein und durch die Nacht durch. Das finde ich auch nice, dass es so dieses Feature gibt. Falls man da mal nicht noch geschaut, dass man zumindest weiß, okay. Vielleicht gerade keine ganz so gute Idee. Ich sollte mir wieder rechts einsortieren, wir sind ja halt nicht so schnell. Und alle andere fährt ja 5 bis 15 Miles Power schneller als wir. Hm. 800 Meilen. 14 Stunden. Boah. Könnte ich vielleicht noch in einmal fahren, ohne nochmal schlafen zu müssen. Vielleicht können wir es ja ausreizen. Das wollte ich jetzt nicht machen. Das sind 3 Stunden, die ich noch brauche, bis ich schlafen muss. Wie weit ist es denn bis dahin? 2,5 Stunden, ja, würde ich sagen. Dann machen wir da Feierabend. Dann schaffen wir es auf alle Fälle in einem Rutsch. Ja, haben 45 Minuten noch gut. Es sei denn, irgendwas passiert noch. Ich glaube, auf der Fahrt dürfte ich noch mal tanken müssen. Ich glaube es aber nur. Ich weiß gar nicht, wie mein Plan hier für das Live-Profil war. Was so die Fortschritte betrifft, mit Garagen und weiß es nicht. Aber ich glaube, dass ich auf diesem Profil auf alle Fälle keinen Fahrer hinterzuziehen werde, der irgendwie noch Geld verdient, weil. Wozu? Machen wir ja schon. Die Peanuts, die brauchen wir auch wieder nicht. Aber ich meine mich echt zu erinnern zu können, jetzt wo ich gerade durch die Tunnel gefahren bin, dass da deutlich mehr Hall war sonst. Aber es kann auch täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass es entweder gar nicht, entweder extrem leise geworden ist mit dem Echo durch, wenn man unter Brücken fährt oder Tunnel oder so. Ich glaube, beim Tunnel hat man das leicht gehört, den Hall, aber auch wirklich nur leicht. Aber da seid ihr, glaube ich, mittlerweile echt die Experten, da ich halt echt wirklich nicht mehr auf dem Stand der Dinge bin. Also so gar nicht. Vielleicht fange ich es mit der 149 wieder an, dass ich da ein bisschen mehr auf dem Laufenden bin, aber. Also das heißt vielleicht, also ich werde wieder anfangen, dass ich mehr auf dem Laufenden bin, aber. Würde mich halt interessieren, weil irgendwie. Klingt das halt jetzt anders. Was mich halt ein bisschen ärgert, dass ich jetzt die Texas DLC und das Wyoming DLC nicht mitgenommen habe. Das Cruising Texas DLC und das Cruising. Nee, es war Oklahoma, oder? Auch nicht Wyoming. DLC, weil ich glaube, bei den beiden gab es auch
Paintjobs für den Trailer. Zumindest ist es beim Cruising the Balkans Event als Belohnung. Was halt schon nice ist, weil es ja doch schon ein bisschen wenig, oder damals zumindest, weiß nicht wie es jetzt ist, wenig Paintjobs dafür gab. Gab ein paar mehr irgendwann dann, aber wäre halt schon nice, wenn man irgendwie, keine Ahnung, was war das neulich, Wild West Paintjob DLC holt und dann, dass man da auch einen Trailer bei hat. Wobei, hatte man das dabei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe es einfach mit in den Warenkorb geschmissen. Gehen, dann wird uns jetzt noch mal ein bisschen begleiten. Aber wir haben ja schon uns den die Rest Area ausgesucht. Oder ich habe mir die Rest Area ausgesucht. Wo wir dann auf alle Fälle in einem Rutsch durch können. Okay, Exit Right, dann bremsen wir mal ab. Ja, Mann, wie weit denn noch? Hier Dings blinken. Mein Gott. Dass ich eh immer ein so Pi sagen muss, wenn man abbiegen muss. Und hier die Signs, ne, mit All Drugs Use Right Lane und so weiter, das werde ich dann zumindest, wenn wir wieder in den Staffeln sind, nutzen. Aber wenn wir jetzt freie Fahrt bekommen, dann fahre ich halt weiter. Und wenn nicht, wie jetzt, dann fahre ich halt raus. Aber ansonsten, wenn hier eine All Trucks Use Right Lane, was weiß ich, oder wenn er schämen würde auf dem Schild, dass alle Trucks raus müssen, dann würde ich auch rausfahren, aber wenn ich nicht, wenn ich nicht rauf muss, dann würde ich ja jetzt hier links weiterfahren, weil, ne, Severe Storm Area, okay. Wie ich es halt auch so gemacht habe, wenn irgendwie stand von der Abfahrt, dass man die Bremsen checken soll. Da habe ich ja auch, nennen wir es mal, simuliert oder ausgespielt, dass ich dann rausgegangen bin und die Bremsen geprüft habe und so. Einfach den Realismus, den man nicht hat, den man spielmechanisch nicht hat. Danke fürs Vorlassen, dass man den dann selber reinbringt. Enge Kiste da vorne. Zurück, freie Fahrt mit. Ja, freie Bahn mit Marzipan, ne? Nicht freie Fahrt. Ja, müde. Ich glaube, die nächste. Das war ja jetzt hier die Waage vor der Rest Area. Das heißt, sonst haben wir gleich mal den Kredit zurück. Ja, wahrscheinlich mit meinem Angebot bezahlt, dann dürfte er jetzt noch bei 100. 212 sein, 211. Wahrscheinlich 211. Also wir, das Geld haben wir ja, haben wir auf dem Profil. Kann man schon mal zurückzahlen, damit es nicht immer piept. Rest Area, wo wir raus wollen. Okay. Deswegen bremsen wir ab.
Also, mehr blinken kann ich auch wieder nicht. Ich dachte, wir bringen uns ab. Sah so aus. Na gut. Die 1% sind wahrscheinlich Abnutzung der Reifen und so weiter. Go straight. Würde ich zumindest so dingsen. Was da auch vielleicht eine interessante Sache ist, einfach mal. Sollte es ein neues Profil geben, so ne? Neue Staffel geben. Da kann man es nochmal ein bisschen backtracken. Dass man so als Endgoal irgendwie alle Frachten mal gefahren haben möchte. Wäre eine Idee, jetzt wo ich den Heuballen so sehe. Dann schlafen wir und trinken einen Schluck. Und weiter geht die wilde Fahrt. Da war was bei Feststellbremse. Ah! Bank! So, zurückzahlen. Ja, 211.405 Dollar. Wunderbar. Hier Fähigkeiten. Ich glaube, zwei Level bin ich auch aufgeschrieben, aber dann wieder wie immer auf zerbrechliche Fracht und auf Just in Time. Nächstes Mal gibt es ein bisschen wirtschaftliches Fahren. Danach geht es dann wieder hoch auf. Klasse 6. Genau, 50.000 noch. Wow. Nice. Passt alles. Man kommt durch. Sind wir da gegen Mittag? Ja, einmal im Rutsch und dann ist der ganze Bums auch durch. Wenn ist die Fahrt durch, dann ist zumindest mein Auftrag abgeschlossen. Und dann schaue ich einfach mal nach, wie lange das Event noch geht, das Halloween-Event. Prinzipiell gesehen dürfte ich diese Woche noch 4 von solchen langen Fahrten hinbekommen. Dann wäre ich bei. Warte. Wäre ich bei 8 von 13. Wobei, schauen wir mal, vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Tag, wo dann ich doch die Zeit habe abends dann. Wobei, das wäre dann halt wieder von 20 Uhr bis
Oder von 21 Uhr bis 23 Uhr. Also das wäre dann doch schon eher so ein, ne, doch besser an freien Tagen. Wenn es eine lange Fahrt wird. Was die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es lange Fahrten sind, weil, ne, es ist halt wie es ist. Zumindest beim Halloween-Event. Beim Cruising, ne, also durch die Westbalkans könnte ich eventuell auch, ja, von 40 Minuten fahren, glaube ich. Für das Event. Also mal, ne, also weil man halt sich dann doch eher in einem einen Gebiet aufhält und nicht quer durch die Pampa fährt. Habe ich jetzt einfach mal so gemacht, ne? Ah, fährst rauf, fährst rauf, fährst rauf, fährst rauf, fährst rauf. Ah, ja. Mal wieder eine schöne Durchnachtfahrt, genau, eine schöne Nachtfahrt. Von der Fahrt, da könnte ich wahrscheinlich wieder ein Level aufsteigen, ich weiß gar nicht. Schneller. Oh, es war so klar. Ich nehme mal wieder alles mit. Nee, nix Stay Left. Man möchte mich in Idaho noch mal wiegen. Oder wir sind noch in Idaho. Nee, wir sind nicht mehr in Idaho. Glaube ich. Nee, ist nicht mal da. Dann ist nur wieder ungefähr 2 Meilen pro Stunde. Schaffe ich es? Nein, schaffe ich nicht. Mit der Motorbremse. Dann können wir weiter rollen. Wir wiegen im Rollen. Return to Interstate. Wunderbar. Achso, nee. Das ist ein Hinweis, dass es dahin geht. Wieder ein bisschen. Ui. Was ist denn los? Schießen. Schon Gas geben. Warte, hätte ich jetzt. Stay right. Nicht. Then exit right. Ich musste, hätte gar nicht nach links gemusst. Ich hätte rechts bleiben sollen. Exit right. Wir fangen jetzt auf die Interstate 80 oder zumindest geht es jetzt Richtung Interstate 80. So, wie gesagt, vorgeschriebene, also nicht vorgeschrieben, empfohlene Geschwindigkeit nehme ich gerne mit und dann geht es wieder hoch. Und beschleunigen. Ich glaube, wir werden zumindest jetzt auf die Interstate 80 geführt, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Ist jetzt ja zumindest bald unser Begleiter. Okay, wir sind noch auf der Interstate. Okay, wir sind noch auf der Interstate 84. Das geht dann auf der Interstate 80 danach. Im Anschluss daran. In der Colorado Springs, genau. Wahrscheinlich geht es danach wieder nach Wyoming oder
Nee, nicht nach Wyoming, nach ne? Ich komme gar nicht auf. Nach Washington oder nach Kalifornien war ich glaube ich nicht bisher. Ich glaube Oregon und Washington war es dann immer. Da wird es dann wahrscheinlich wieder hingehen und danach mal gucken. Ja, werden wir mal sehen, ich brauche auf alle Fälle nach dieser Fahrt nicht nachschauen, da ich ja jetzt nicht noch eine Fahrt machen werde. Und wenn ich dann die nächste Fahrt mache, ist dann auch wieder alles futsch. Also, in einem von solchen futsch. Samstag werde ich wieder wahrscheinlich fahren können und weitermachen können und Samstag zumindest, Sonntag zumindest vormittags. 15 Uhr habe ich dann wieder eine Schicht. Links halten sollen wir uns, dann halten wir uns schon mal jetzt links. Ups. Falsch links. Ja, State 80. Ja, East. Jetzt East wird es gewesen sein müssen, ja. Ich gehe mal runter auf 50. Wird schon ausreichend sein. Geht's wieder jetzt auf die Interstate 80 East. Colorado Springs ist noch nicht ausgeschildert. Aber das sind ja noch 560 Meilen bis nach Colorado und Colorado Springs. Oh, bitte nicht wieder, bitte nicht schon wieder. Einmal durchfahren lassen. Bitte, danke. Ich zahle auch dafür. Ah, es war so klar, wir nehmen alles mit. Wir nehmen einfach alles mit. Das Gewicht wird wahrscheinlich nicht so viel sein wie vorher. Wobei ich habe auch das. Ich meine, ich bin sogar in der Strecke gefahren. Hab nicht getankt und es ist mehr geworden, aber. Vielleicht war es auch nur so ein Gefühl. Ach, du warst da gar nicht drauf. Okay. Mensch. Wie lange wirst du auf der Waage stehen? Bis es weniger wird, oder wie? Stay left. Ich beschleunige einfach schon mal wieder. Damit wir ein bisschen in die Pötte kommen, wenn wir dann wieder auf. Dass wir schon ein bisschen mehr Speed drauf haben. Stay left. Ah, Rock Springs ist ausgeschildert, aber dann wird irgendwann auch Colorado Springs kommen. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. An Strecke. Auch bisher keine Umleitung. Bin ich ein bisschen froh drum. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es
Das in der vierten Staffel von Orange Walk Simulator 2, dass ich da doch schon, ja, Probleme bekommen habe. Sogar so arge Probleme, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich dann überhaupt noch Geld bekommen für den Auftrag? Ich wäre, glaube ich, so spät dran. Boah, ich habe ihn abgebrochen, kann das sein? Weiß ich schon gar nicht mehr. Irgendwann war da gewesen. Aber wie gesagt, so sehr haben mich die, die Umleitung, seitdem das Feature draußen ist, eigentlich nie in Bredouille gebracht. Habe ich mir erschrocken oder was? Oh Gott, State Police. Auf Geschwindigkeit braucht ihr mich gar nicht mit dem Radar testen. Ich komme nicht mehr als 68, wenn es bergab geht. Oder höchstens 69. Von den Plakaten sind, glaube ich, auch echt neue Sachen dazugekommen. Oder ich habe es einfach zu lange nicht mehr gesehen, das kann natürlich auch sein. Oder weil ich halt weniger Vanilla gespielt habe, waren dann halt irgendwie die Billboards halt. Ja, eine andere Werbung. Aber ich würde es nicht wundern, wenn da neue Sachen dazugekommen sind. Ich glaube, das nächste, woran sie jetzt ja gearbeitet wird, ist, glaube ich, Kansas, oder? Ich meine. Ich hatte zumindest gerade den Gedankenschub gehabt, dass ich da was gesehen habe vom Research Team, dass die da in Kansas waren. Aber es kann auch täuschen, wie gesagt. Ich bin nicht so auf dem neuesten Stand. Mittlerweile wieder mehr, aber. Ich meine, das war Kansas. Kansas City und so. Oder ich habe Kansas gerade von irgendwas anderem im Kopf. Dann wüsste ich aber nicht, wo ich gerade her Kansas und Kansas City und so gerade hier habe. Oh, vielleicht vom alten, von dem Video. Kann ja natürlich auch sein. Mensch, nicht so viel abbremsen. Hallo, 65 bitte beibehalten. Danke. Dann halt nicht. Ja, mal hier merkt man schon einen Unterschied vom Sound her zur freien Luft, aber ich habe das Gefühl, dass es halt doch schon wirkungsvoller war. Da geht er auf, nochmal einen kleinen Schluck nehmen, wenn wir hier gerade so ein bisschen gerade Strecke haben. Stay left. Ich bin ja echt gespannt. Oh, das erste Mal in Rock Springs. Ich bin ja gespannt, wie dann die neue Skybox aussieht. Ich glaube, 149 ist ja noch nicht draußen. War ja nur eine Ankündigung bisher. Aber ich muss zugeben, ich habe nicht darauf geachtet, was für eine Spielversion das gerade ist.
wenn die Skywatch halt noch überarbeitet wird. Zu dem hier. Wie scheiße geil wird die denn aussehen? Ich muss, glaube ich, nochmal bei tanken. Was ich ein bisschen schade finde, ich glaube, bei dem Geld ja war es ja nicht so, dass man, also man konnte zwar sehen hier, wie viel noch drin ist, aber hat, glaube ich, nicht gesehen, wie weit die Gallonen einen noch tragen. Ah, ja. Na, ich habe mir. Hab den Trip zurückgesetzt, während ich quasi schon am Fahren war von der ersten Tour und dachte mir, ich behalte das einfach mal hier bei. Also ich bin jetzt seit im 23er Halloween Event bin ich jetzt bisher schon 5.500 Meilen gefahren, 104 Stunden, also in-game Stunden, durchschnittliche Geschwindigkeit von 52 Miles per Hour und 5,6 Miles per Gallon. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben oder nicht gescreenshottet, wie viele Meilen ich vorher drauf hatte, aber gut, sind dann gestern wahrscheinlich so 5.700, die ich jetzt zu den, die ich hatte, bevor ich jetzt bei 18.000 noch was Meilen bin. Auf dem Cascadia. Aber nee, ich glaube, man sieht es halt echt nicht. Wie viele Meilen man mit dem Tank noch fahren kann. Bisschen schade, dass es bei dem Freightliner nicht ist, aber es ist halt wie es ist, ne? Ich weiß gar nicht, war das, ist das hier der, ich glaube, das ist der 2023er Cascadia war das, oder? Oder war das der 21er? Oder 22er Cascadia? Ich meine, was war der 23er? Er ist und bleibt einfach schön. Respect the wildlife or the wildlife. Was ist der jetzt genau schon? Hab ich sie nicht ganz gesehen. Meine Schulter bringt mich aber um. Meine linke. Was steht da jetzt drauf? Respect the wildlife. Eye on the highway. Ja. Timing on point. Timing wirklich on point. Jetzt darf mal in Rawlins die Quality State. Sind wir schon wieder in einem anderen Start? Habe ich schon wieder das nicht mitbekommen? Güterzug hier, passt. Habe ich leider auf Numpad 5 gedrückt und nicht auf Numpad 6. Numpad 5 bringt nicht viel, wenn man gerade in der Numpad 5 nicht fährt. City Skylines 2 habe ich mir bei Super ja auch geholt. Ich würde aber vorher erst nochmal jeden Teil zu Ende machen, ne, weil bevor ich dann mit City Skylines 2 durchstarte. Einfach um die Stadt durchzuhaben. Und danach werde ich, weiß ich nicht, werde, also danach werde ich wahrscheinlich City Skylines
zwar auch noch spielen, aber ich werde das sind wahrscheinlich nur noch für die Achievements und für die Challenges spielen. Wenn dann Eden Teil durch ist. Ich habe mir auch die von, wenn die neuen DLCs draußen sind bei Cities Skylines 2, dann sind die auch direkt in der Tasche. Ich habe mir die Ultimate Edition gekauft. Einfach damit alles mit dabei ist. Das waren ja, weiß gar nicht. Waren jetzt nochmal 100. Ne, Moment, das war nochmal, ist glaube ich nochmal teurer geworden. Das war glaube ich bei, ursprünglich bei 49 Euro Cities Skylines 2. Die Standard-Edition und danach ist es, glaube ich, hoch auf 59 oder so. Aber ich denke mal, das wird schon gelohnt haben, so dass die Dinger dann mit drin sind. Ich denke, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 Euro mehr zahlen, wenn man jetzt im Gegensatz zu Ultimate, wenn man jetzt die DLCs dann sich später einzeln holt. Auch nur, dass der Tempomat an ist, ne? Nicht was für eine Geschwindigkeit man hat, ne. Das sind halt so ein paar Features oder ein paar Infos, die halt im Dashboard vom Cascadia halt ein bisschen fehlen, zumindest für mich fehlen, so dass man weiß, wie lange man noch mit dem Tank fahren kann und das war's eigentlich. Das andere muss man ja gut, man sieht's ja im Dashboard, ne, hier den im Tacho, den Pfeil da oben, meine 65 Miles per Hour. Von daher fehlt mir eigentlich nur im Dashboard hier die Distance, die man traveln kann. Ich weiß gerade gar nicht, was ich auf dem World of Trucks Profil Simulator 2 hatte. Wo sind wir denn gerade? Hoppala. Jetzt habe ich aus Versehen die dämliche Feststellbremse gelöst. Das ist natürlich ungünstig, bei 65 mal die Feststellbremse reinzuhauen. Weil man Fettfinger, wenn man auf M drückt. Exit. Ich hatte so vor ungefähr einer halben Stunde noch Hunger. Jetzt gerade nicht mehr so wirklich. Also es passt was rein, so ist es nicht, ne? Aber es ist kein unerträgliches Knurren. Oh, bemerkbar machen, dass man mal wieder ein bisschen was reinschaufeln sollte. Oh Gott. Oh Gott. Er snackt. Ist der stecken geblieben oder was? Noch 200 Meilen und 60 dazu, aber nicht mal so weit. Ich glaube, ich bin im also gut, mittlerweile nicht mehr, weil also ich würde prinzipiell noch in Spanien, glaube ich, stecken, ne?
ECS2, glaube ich. Aber da man ja nach dem Update wieder zugereist wird, stecke ich nicht mehr in Spanien, sondern wo auch immer das Headquarter ist. Ich denke aber, dass ich das mit 200, dass ich das, dass der Tank noch reicht. Bis Wallbird in Colorado Springs. War das Wallbird? Ja. Wallbird aka Walmart. Okay. Ich bin schon mal stehen geblieben hier mit, hab dann Notfallbetankung gemacht. Was echt, ich glaube auch Neues für mich gewesen. I don't know. Aber auf alle Fälle ein cooles Feature. Dass man nicht dann zur Werkstatt zurückgesetzt wird und dann, keine Ahnung, deswegen 200 Tacken, 2000 Dingsbums zahlen muss. Sondern dass es mal irgendwie, keine Ahnung, 500 zahlt oder so für eine Notfallbetankung. Vor allem, es war auch so ein Ding, ich glaube, es war so 50 Meilen vor der nächsten Tanke. Hätte ich leider nicht mehr hinrollen können. Ich habe mir die Tanke schon ausgesucht zum Tanken. Fort Collins, okay, und dann geht es auf die Interstate 25. Und wir verlassen die Interstate 80. Okay. Geh mit 65, so, wenn es kein Verkehr vor einem ist. So ist es nicht. Geht's jetzt ab Richtung Fort Collins und dann nach Colorado Springs. Bin mal gespannt, was die zufällige Stellplatz uns gibt. Ich weiß doch gerade gar nicht, ob es das kleine Wallbird ist oder das größere Wallbird Prefab. Da hängt es ja auch ab. Colorado Springs ist bisher immer noch nicht ausgeschildert. Interessant, oder ich habe es bisher noch nicht gesehen auf den anderen, aber zumindest jetzt nicht auf den kleinen so und so vielen Meilen-Dingern. Aber ich glaube, wir fahren ja noch an Denver vorbei, ne? Weil es wahrscheinlich kurz vor Denver so sein, dass dann auch Springs ausgeschildert ist. Oder war auch Denver. Bei dem mal vorbeifahren, oder? Okay, vielleicht nicht. Ist eine Maut? Bitte nicht. Nee, ist glaube ich nur Fake-Raststätte oder eine ja. Ich wollte gerade sagen, oh, eine stillgelegte Waage, aber nee. Oh. Welcome to Colorful Colorado. Wahrscheinlich, damit man da nochmal hier anhalten kann und ein Foto machen kann oder so. Ist immer noch nicht ausgeschildert, obwohl wir mittlerweile in Colorado sind. Krass. Oh, langsam mache ich mir Sorgen um den Tank. Ich glaube, ich bin an der Tank gerade eben vorbeigefahren. Kann das?
Langsam wird's eng. Können wir bei Denver tanken? Nein. Wir können einfach direkt neben Walbert tanken. Und ich. Ach, wir fahren jetzt durch. Ich will jetzt hier nicht rausfahren. Ich glaube, wir haben hier eine Tanke. Ja. Ein Fort Collins ist zwar eine Tanke, aber. Es ist noch. Wir haben den letzten Strich angebrochen. Das wird auch wohl reichen. Stay left. Das wird doch wohl reichen. Oder will doch auch schon mal das Dings, oder? Okay, ich hätte sogar noch Dingsten können. Oh, nee, bitte nicht. Nice. Ich danke. Viermal dankt. Laughlin und Sterling, also so langsam könnte man ruhig schon mal Colorado Springs hier ausschildern. Haben wir es hier? Ne, ist ja für den Exit hier noch, ne? Ne. Next right. So, jetzt aber doch, oder? Sea Springs? Ne, nur die Junction. Und Denver. Aber gut, Denver ist ja auch das nächste. Ne, gut, erste Junction und nach Denver. Wo wir. Was wir passieren werden. Boah, reicht der Tank noch? Ne, ne, ich glaube, der ist schon jetzt krass am Drain. Der ist schon krass am Drain. Können wir nochmal in Denver raus? War Denver? War in Denver was? Ja gut, aber es ist schon Umweg, ne? Ich befürchte, aber wir müssen schon was raus. Und die Ehrenrunde fahren über Denver. Ansonsten wird das nix. Time to get the job done. Also, wir haben ja jetzt schon. Wir haben jetzt echt gut was wieder vom letzten Strich verloren. Also ich glaube, das hätte ich jetzt nicht mehr nach Colorado Springs geschafft. Dann machen wir einen Abstecher nach Denver. Hä, ich wäre doch noch bei Fort Collins rausgesollt. 65, ja. Eigentlich ist ja sogar nur 40. Nee, es ist 40 war für was Minimum. Never mind. Bin ich schon wieder drauf reingefallen. Häufiger ist ja oben jetzt das Speed Limit für LKW, für Autos und darunter das für Trucks, aber das Minimum. Ist halt, ne, ist halt jetzt ein Minimum wegen den Abfahrten hier. Ich schaff's nach Denver, ne? Also es könnte noch eng werden. Okay, jetzt ist Colorado Springs ausgeliefert, genau. Es ist ausgeliefert, ausgeschildert, natürlich. Exit right, jetzt hier right, ne? Ja, right und left side. Stay left. Die 70 East, ja. Er hätte es ein bisschen früher sagen sollen. Da war nicht mehr viel Platz. Uiuiuiui. Das geht noch mit 55. Das geht. Kurz vor grenzwertig, aber es geht. Zweiten Exit nehmen wir dann nach Denver. Na? Gibt's da jetzt Gas? Gibt's da jetzt mehr Gas?
Wir fürchten, ich gehe mal kurz runter auf 50 Miles per Hour. Mal wieder hoch auf 55. Ist das jetzt weiter runter als 55 oder nicht? Shoulder close, okay. Aber ich muss ja jetzt eh raus. Stay right and then exit right. Machen wir doch. Tanken kurz. Exit ich habe jetzt auch schon die Hälfte des Strichs weg, ne? Aber. Stay right and then turn right. Turn ist right. Noch grün. Turn right und dann links halten. Ja, da fehlt nicht mehr viel. Also Fort Collins wäre besser gewesen, da hätte man nicht ganz den Umweg machen müssen. Jetzt in Denver, aber. Stay left and then turn left. Solange ich jetzt nicht noch liegen bleibe, direkt vor der Tanke. Turn left. Das kann ja schließlich auch noch passieren. Wieder für den Gegenverkehr gesperrt. Gibt auch nicht so viele Ampeln, die das so machen. Sehr viele Kreuzungen und Ampeln, bei denen es so ist. Ist ja doch schon eher häufiger so, dass hier der Linksabbieger dann warten muss. Oh, 35. Ja, ich. Ja, alles gut. Stay left. Then turn left. Ja. Turn left. Ja, schon rein. Ja. Never mind. I'll find a new route. Ja, mach das mal, ich check mal. Aber was auch interessant ist, dass halt ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Also vorher war es da glaube ich auch relativ standardisiert, der Dieselpreis. Aber dass der Dieselpreis jetzt hier echt unterschiedlich ist. Also ich habe teilweise für $2.76 getankt jetzt in den letzten Tagen und auch einmal für $5 pro Gallon. Turn right. Echt nice. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier mit dem ob das mit dem Convoy-Dings gekommen ist oder ob das schon vorher implementiert war. Ist mir nicht so, wäre mir dann nicht ganz so stark aufgefallen wie jetzt. Mit $2.76 und dann $5. Was einfach mal doppelt so viel ist. Vielleicht gab es auch schon immer, nur halt nicht so stark unterschiedlich. Machen wir mal einen Rolling Stop. Okay, ich hätte stoppen sollen. Bisschen viel mitgenommen. Ja. Oh Gott, die Lex. Das kann natürlich so ein. Oh Gott. Wallbird sein. Da wäre es natürlich einfach abzuladen. Oder ein enges Wallbird. Ich weiß es nicht, ich lasse mich überraschen. Stay right and then turn right. Turn right. Oh mal.
da hoch zur Interstate. Und auf die Interstate rauf. Ich habe die Feststellbremse gedrückt eigentlich. Oh nee, habe ich nicht. Ich habe auf Alt gedrückt. Ich bin hier am... Oh, nicht am Fettfingern, aber... Hä? Ich bin gerade verwirrt. Warum... Habe ich keine Strafe bekommen? Ist denn ausgeschaltet? Ich glaube ja nicht, weil ich glaube, ich habe vorher auch... Wenn dann Traffic ausgeschaltet, aber ist ja wieder an. Vor allem, ich glaube, ich habe gar nicht so viel rumgefingert. Die Konsole. Gucke ich mir dann nochmal an. Nach der Fahrt. Ist auch nur so bei vielen Hauptverkehrspunkten so, dass das so ist mit der Ampelschaltung. Oh ne, war ja 55, oder? Oder ist es jetzt 65? Ne, 55. Halten wir uns mal links. Und dann geht es jetzt nach Colorado Springs, aber wirklich. Bitte mehr Lex, danke. Stay right. So, jetzt rechts, links halten wieder. Nach Colorado Springs, wir wollen nicht nach Fort Collins. Stay left. Denn wir haben schon getankt. Ich bin mal runter auf 45, würde ich sagen. Aber bei 50 geht, glaube ich, klar. Gehe ich wieder hoch auf 55. Werden wir die Skyline von Denver sehen. Links halten. Und dann repariere ich gleich auch noch wieder den Truck. Also man merkt halt schon, also es ist halt schon Abnutzung da, ne? 4 auf Trailer und Dings. Truck wahrscheinlich, hauptsächlich so die Reifen und so. Die abgenutzt wurden auf den 1500 Meilen. Mein Gott, bitte weniger Lex, danke. Was wäre auch, glaube ich... im alten Rechner in Denver so. Ah ne. Es sah kurz so aus.
als ob man abbiegen kann und abbiegen will. Und ja, kommt noch, deswegen halten wir schon mal links. Und ich glaube, dann müssten wir auch schon echt bald einen der nächsten raus, kann das? Wir verlassen wieder so das City Limit. Na, ja, doch. Stay left. Nach der. Jetzt raus. Oh. Nice. Ja, 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 ja. Entspann dich. Fahr erst nochmal, dann kannst du schlafen. Hast du auch was geschafft hier. Meilen jetzt durch, also wahrscheinlich sogar noch 100 Meilen mehr, also so 6000 Meilen im Halloween Event 2023. Ich glaube, es ist gar nicht mal so verkehrt, dass ich jetzt gerade so ein bisschen tracke, einfach mal so um zu sehen, wie das dann halt beim Winterfestival ist. Festival sag ich schon, beim Winter Event oder im nächsten Jahr. Wir werden schon also müde, ne? Also es ist doch noch eng geworden aufgrund der Detour. Exit right. Mph empfohlen. Der Exit, dann machen wir das auch mal so. Ja, Entspannung bitte. Bei 35 Meilen vorher war doch besser. Oder wäre besser gewesen. So, finale Strecke. Dann nochmal einparken, je nachdem. Bin mal gespannt, was für ein Einparkding wir mal bekommen. Wie gesagt. Go straight. Eigentlich kann ich mich auch schon ein bisschen links halten. Da Ampel rüber. Auch wieder ein bisschen spät gebremst. Ah ja, jetzt haben wir hier wieder die andere. Erst Linksabbieger und dann Geradeausverkehr. Was dementsprechend jetzt gleich sein wird. Machen wir noch mal. Turn left. Oh.
wollte gerade fragen, ob ich hier schon mal war, aber ja. Kommt nix. Schlaf was mit 20 Mann hier rum. Exit now. Ja, doch. Aber ich glaube auch, mittlerweile ist auch der Sound von. Man merkt auch den Sound vom Trailer, wenn man irgendwie drüber fährt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Okay, das ist. Turn left. Der Wallbird. This is where it ends. Sollen wir rein? Ach, ein easy spot, okay. Nee, nichts automatisch einpacken. Oh Gott. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnet. Wir sind von Salem nach Colorado Springs gefahren. 1000, okay, doch kein neues Level. So weit bin ich schon. 1364 Meilen waren das. Okay. Das ist also ein 2-Stunden-Video, gut zu wissen. 226,7 Gallonen, das war der 119. World of Trucks Auftrag jetzt in ATS. 100.000 gab es und 2760 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir mal, ob hier eine Werkstatt ist. Ja, Werkstatt ist hier. Und fahre ich nochmal eben zur Werkstatt hin. Ready to roll. Einfach repariert und geschlafen. Zumindest für den Fahrer, für mich noch nicht ganz, aber es geht dann zwar für mich auch nicht weiter hier in ATS, aber die Tage dann. Willst du mich rauslassen? Du musst abbiegen. Turn left. Get ready to turn left. Ah, würde ich ja doch. Turn left. Get ready to turn right. Turn right. Ja, natürlich doch. Speed Limit von 25, glaube ich. Sirenen, wo sind hier Sirenen? Na, schaffen wir es noch rüber. Ja, schaffen wir rüber. Wir müssen uns aber links halten. Und es geht sowieso runter. Ich glaube, das war echt eine coole Sache. Mit dem Tracken, was man so gefahren hat und so, dass man irgendwann alles gefahren hat. Ja, glaube ich, so ein nices Ding. Turn left. Kann man ja auch selbst in meine Mods halt, glaube ich, dann im Auflieger-Browser, glaube ich, sehen. Was es da für verschiedene Variationen gibt. Dass man dann irgendwie so das halt tracken kann. Also die Anzahl tracken kann, wie, keine Ahnung, 3 von 40 oder so. Zusätzlich zu Heuballen, Tierfutter und whatever.
ich glaube, ich werde jetzt auf diesem Profil eher Werkstätten kaufen, um andere LKWs oder Auflieger zu bunkern. Die brauchen ja auch einzelnen Platz. Stay right and then turn right. Ich frage mich halt, klar, der einzige der Nutzen von den Used Truck Dealern ist natürlich, dass man günstiger an LKWs kommt, dass man nicht irgendwie 130.000 abbrechen muss für einen Neuwagen-LKW, sondern dass man, weiß nicht, 60.000 zahlt oder so. Der dann halt nicht 0 Meilen drauf hat, sondern lassen das 160.000 sein. So wie es ja auch, allerdings, ich glaube, beim ursprünglichen ETS war es ja auch so, dass es da, glaube ich, da sogar integriert war, dass der Händler quasi, ich weiß gar nicht, ob es auch einen Nuller gab, aber da gab es immer, ich glaube, es war quasi wie eine Art Gebrauchtwarenhändler. Mal war es halt viel genutzt, mal halt nicht. Und jetzt sind sie halt wirklich genullt. Bin mal gespannt. Ich glaube, ich lese mir dann gleich nochmal durch, was in der 149 kommt. Stay right and then continue straight. Go straight. Und besorgen wir danach die ganzen DLCs für ETS2. Turn right and then turn left. Worauf wartet ihr? Turn left. Das ist sogar ein Händler. Mac. It was a nice ride. Und was ich mich auch frage, da ich natürlich das nicht mitbekommen habe, das Feature, durch das Quietschen, durch die quietschenden Reifen, ob es dadurch mehr Abnutzung gibt. Gut, Fahrhaus ist auch Abnutzung, Fahrwerk, aber hauptsächlich die Räder halt, ne? Und wie gesagt, ne, ist halt das Beste vom Besten jetzt drin. Gut, was? Super. Ich glaube, im Fahrhaus geht, glaube ich, sogar noch was. Ja, Fahrhaus gibt's noch was. Und es gibt noch eine Stufe beim Fahrwerk, aber Motor ist das Beste drin. Oder zumindest. Ja, ich glaube doch, der Beste. Ja. Der Beste, zumindest der leistungsstärkste. Getriebe ist halt auch schon vom 18-Gang-Getriebe das Beste drin. Ah gut, Fahrhaus halt auch, ne? Gut, es sind der 22er. Also die 2022er-Version vom Cascadia sein. Und hier noch All Halloween's Eve. Vom... vom Halloween Event. Und ja, hier gibt es halt noch nicht zwingend jetzt hier und dort und so, aber hier gibt es noch einiges freizuschalten, ne, bis Level 28 und so. Bin ich ja schon bei, ne? Also, da kommen wir noch hin. Vielleicht sogar bei diesem Event. Werden wir sehen. Aber erstmal in die Koje hauen. Doch schon was geschafft. Eine Fahrt, Kredit zurückgezahlt.
4 von 13, ich gucke einfach mal, wie lange das hält, wie lange es noch geht. Bis zum 14. November, ja gut, das sollte ich auf alle Fälle hinbekommen. Ich gucke zwar gleich nochmal danach nach, wie das mit dem anderen ist, aber 14. November, das klingt doch machbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wahrscheinlich dann im nächsten World of Trucks Auftrag hier vom Halloween Event wieder. Tatsächlich ist das die einzige Folge, die dann an Halloween wirklich sogar am Tag aufgenommen wurde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Kommentar, Like und weiß ich nicht alles, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich dann im nächsten Event-Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.